Okay. Gas. Okay, und Gas kann nur... Mhm. Okay, das kann eigentlich... Wirst du den Hut vor Harlem? So aus, als ob der gute Doktor früh angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn er fertig ist. Sag mir, Bats. Hier ist wieder Tabak. Gordon wurde also hier lang gebracht irgendwann. Dass du dabei versagst, diese Kloake von Stadt zu retten. Vor mir im Springtanga. Dr. Crane, oder auch genannt die Vogelscheuche, also Scarecrow. Das bedeutet, wir werden gleich irgendwas mit Furcht zu tun bekommen. Bitte hilf mir, Batman! Okay. Gordon? Ich hab Leuchteraugen! Yeah! Jetzt kann ich nachts im Dunkeln lesen! Okay, aber... Ich denke mal, das soll signalisieren, dass ich irgendeine Beeinträchtigung habe. Unbekannt. Wieso unbekannt? Ich denke, das ist James Gordon. Dann ist er noch nicht unbekannt. Es tut mir leid, Jim. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Okay. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Das scheint hier irgendwie... okay. Welcome to your own personal nightmares. Plötzlich wieder alles... Nee, noch nicht alles normal. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Okay. Warum nicht? Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Ja, ist okay, dann geh ich halt wieder. Boah, hört mal auf. Hä? Da gerade eben... In dem einen... Das ist, Hallo? Vater. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Okay, krass, okay. Das ist nicht unbedingt... Mom? Boah, krass, Alter.
Und jetzt ist er selber da drin, oder? Okay. Vielleicht auch nicht. Hat sich ein bisschen verändert, die Umgebung, oder? Scheint so, als wäre der Innendekorateur doch nochmal da gewesen. Okay. Ich denke mal, wir sollten probieren, nicht in diese Suchscheinwerferaugen da zu geraten. Ups. Lauf, 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 lauf. Hüpf, spring. Okay. Du kannst meinem Blick nicht entkommen. Ah, ich kann es schon probieren. Wird schon laufen. Kriegen wir alles hin. Knapp. Explosiv. Okay, mit dem Gel müssen wir da anscheinend erstmal die Mauer wegmachen. Was war das denn jetzt? Oh, Junge, lass mich in Ruhe. Jetzt ist er die ganze Zeit hier, oder was? Geh weg! Geh weg, sag ich! Hau ab! Warum verwandle ich mich so in so einen... in den? Was war das? Ich will mich nicht in den verwandeln. Welches lauslose Killer der Meere kann im winzigen Glas gefunden werden? Aha. Jetzt ist alles wieder okay? Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Okay. Das ist der... dachte ich mir. Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Ja, ja. Schon klar. Edward. Ohne Scherenhände. Jetzt ist aber alles wieder okay mit... meine Augen sehen wieder normal aus. Es gibt grüne Pfeile auf dem Boden. Wie freundlich. Ein Schlägertrupp erwartet uns bereits. Und das ist nicht Jim Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Anscheinend, ja. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Pets. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Ja, mach auf, komm. So, jetzt gibt's ordentlich für die Jungs. Immer erstmal, denke ich mal, den Typen hier ausschalten, weil der ein bisschen gefährlicher ist als die anderen. Der hat halt ein Messer bei und Messer sind, glaube ich, nicht so lustig. Wo geht's hier lang? Hier geht's... gar nicht, doch, hier geht's weiter. Ich guck mal eben auf die Karte. Hier geht's, keine Ahnung, wo lang. Was ist das dann?
von hier sind wir jetzt gekommen. Von hier sind wir gekommen. Da waren Tabakspuren. Okay. Ich guck mal eben hier drüben. Okay, die Tür ist zu. Da brauchen wir dann gar nicht erst zu gucken weiter. Das Ding ist also hier durch. Dann müssen wir... Was ist das denn da oben? Ist ja fast so ein bisschen in den Berg reingehauen, oder was? Komisch. Sieht zwar geil aus, aber wundert mich trotzdem. Hier ist auch viel Berg. Okay. Wo geht's lang? Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harry hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie okay. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist er. Wenn du es schaffst, zu Harry zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Das heißt, jetzt... Erstmal gucken, dass wir unbemerkt irgendwie zur Harley kommen. Guck mal, eine Karte. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Allein in diesem Raum... Ah, nein! Oh, wie geil! Für die ganze Anstalt wissen wir jetzt dann, wo die Sachen hier sind. Das wird uns auf jeden Fall den einen... Irgendwas war doch gerade mit einem Bär, ne? Mhm. Bane. Bane. Der riesige... Lucha Libre mit den Steroidproblemen. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Ja, ist ja kein Problem. Das passiert, will ich es nicht ausbaden. Gegner geortet, 5 Gegner geortet. Alle bewaffnet. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Aha. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Alles klar. Also werden wir uns jetzt an diesen 5 Jungs irgendwie beiarbeiten müssen, ohne gesehen zu werden. Das bedarf wahrscheinlich einiges an Timing. So, hier ist einer. Der dreht uns gerade den Rücken zu, der andere auch. Packen wir uns. Also den hier als erstes. So, dann gehen wir mal hier in den... Mach auf. In den Lüftungskanal erst rein. Weißt du, du solltest wirklich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Den packe ich mir noch nicht, weil der untere da zu nah an uns dran ist. Jetzt glaube ich, ist es eine gute Idee. So. Das mit den. Jetzt haben wir noch 3. Achso, Harley ist einer der bewaffneten 3, oder was? Alles klar. Kann ich mich hier dran vorbeischleichen? Ja, okay, das geht.
Sauber. Jetzt packen wir uns den noch eben von hinten. Und dann haben wir alle. Prima. So, damit hätten wir die Jungs. Ich guck nochmal eben auf der Karte, ob wir hier jetzt auch alles haben. Okay, hier da vorne und da noch ist irgendwo was. Jetzt können wir uns hier auch frei bewegen, zum Glück. Was ist das hier? Tür verschlossen. Sieht auf jeden Fall nicht so hammer aus. Ah, schön. So, dann würde ich sagen, holen wir uns sie. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Klappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Okay. Was kommt jetzt? Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bay. Genau ihn meinte ich gerade eben, aber normalerweise ist er ein bisschen mehr. Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bay. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Yeah, genau das meinte ich. Jetzt gibt's Action. Wunderschön. Ich freue mich. Dabei ist Bane eigentlich nicht einfach nur so ein dummer Klotz, sondern der ist sogar ein Stratege. Ja, wunderschön. Oh! Okay. Ist nicht so eine gute Idee, sich gegen den im 1-on-1 anzulegen. Well. Yeah! Okay, der Deal ist also, ihn zweimal gegen die Wand laufen zu lassen, um ihn dann irgendwie so einen kleinen Finisher abzulegen. Was macht der? Was, hörst du? Bist du wahnsinnig? Alter! Oh, was macht der? Der wirft schon wieder mit Steinen. Der wirft schon wieder mit Steinen. Ui, so bob. Knappes Ding. Ja, lauf du mal gegen die Wand, ey. Sternzeichen Widder, war immer mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt hör doch mal auf. Na? Ja, komm näher. Komm.
Komm. Verdammt. Hui. Haha. So, und jetzt? Es ist... So, haben wir wieder einen abgezogen. Ach, das geht ja eigentlich, also vom Schwierigkeitsgrad her. Na komm. Haha, wirft er seine eigenen Kollegen ab. Oh, das war knapp. Boah, alter Finne. Schnell an die Welt, alter. Komm, zapp, zapp, zapp. So, das war's, oder? Haben wir dich? Haben wir dich. Das war schon? Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, diesmal zerbreche ich dich. Ab ins Wasser. Das schöne Auto. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Aha. Siehste, kann man sogar noch was lernen.